neue Woche, neues Glück. Das Wetter ist uns gerade hold, aber es ist hier sehr wechselhaft gerade. Normalerweise soll es schön sein, aber es regnet irgendwie zwischendurch. Der Boden ist relativ nass. Ich hatte jetzt eigentlich vor, so ein bisschen... Oh Mann, voll verbrannt hier an der Brennnessel. Ich hatte jetzt hier eigentlich vor, so ein bisschen aufzuräumen, wegzuräumen, nochmal die Maschinen nachgucken nach dem letzten Einsatz und nochmal vorbereiten für einen, wer weiß, hoffentlich zweiten Schnitt. Ihr hört schon im Hintergrund den MB-Truck. Wir knallen jetzt als erstes hier den Frontlader dran. Ja, ist ja hier ein ganz normaler Stollfrontlader. Also so Klinklader. Ne? Jo, ich hole den Truck und dann geht's los. So, mit Aufräumen meine ich natürlich auch, dass wir hier mal diesen Platz ein bisschen mulchen. Ne? Der Ampfer ist ja schon weit verbreitet. Quasi die Kulturpflanze. Wahrscheinlich macht es hier mal Sinn zu pflügen über den Winter und dann nochmal neu einzusehen. Hier das Stück, dass wir ja auch eine ordentliche Koppel haben. Ne? Jetzt muss ich nur natürlich gucken. Da war ich natürlich jetzt nicht so clever, als ich das Band dran gemacht habe, ne? den Spanngurt. Das war natürlich, den habe ich ja, glaube ich, danach dran gemacht. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, mal gucken, wie das geht, weil das Band kommt hier wahrscheinlich noch gegen den Auspuff, wenn ich weiterfahre. Aber ich muss wenigstens vorne über die Achse gekommen sein. Ist auch alleine immer so ein kleiner Akt. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ah, komm, ein bisschen geht noch. Ah, das reicht. Das geht wahrscheinlich sogar, dass ich ich muss ein bisschen hier auf die Seite rüber. So. Jetzt gucken wir mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier die richtige Reihenfolge ist, wie man so einen Frontlader anbaut. Ja, vor allem, das wird hier wieder echt spannend. Der ist ein Stück abgesackt auf dem Boden hier.
Gehen wir mal gerade auf die andere Seite. Bin schon gespannt. Da kommen bestimmt wieder ein paar Kommentare. Ja, Björn, warum machst du das nicht so und so und so? Ist viel, viel einfacher. Ja, weil ich das immer, ganz einfach, weil ich das immer erst nächste Woche dann weiß, wie es einfach geht. So, die Dinger werden schon mal dran. Damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Stabilität in dem ganzen Teil. Hier sieht das gar nicht so, also ist auch nicht ideal, aber nicht so schlimm aus. Das könnte tatsächlich hochrutschen, wenn man hier gegenfährt. Aber hier der Abstand, der ist ein bisschen viel. So, ich mache jetzt auch geradeaus, weil wir bauen auch jetzt den Hydraulikanschluss an. Also das mache ich halt immer noch, ne? Damit der auch aus den Füßen ist. Der ist ja hier unten, genau. Hier ist ja der Luftpresser und hier unten ist dieser Hydraulikanschluss. Jetzt gerade, warum auch immer, nicht den passenden Schlüssel parat. Aber das sollte kein Thema sein. Für die Zange. Wenn man die ordentlich ansetzt, ne, dann geht's eigentlich. Ohne viel Beschädigung zu hinterlassen. So, da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil da sitzt so eine Verschlusskugel drauf, die sich jetzt da schön festgebacken hat. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt von eurer Sicht aus. Da ist sie. Schau mal. Das ist die Kugel, die das hier mit dem Ding hier zack, verschließt. Na, sieht man's. Muss ich mir gut wegtun. So, jetzt haben wir hier noch irgendwo eine Hydraulikleitung. Ich lege die eigentlich immer also so hier hinter, dass die geschützt ist. Ne? Aber was mich stört, ist hier bei diesen An- und Abbauaktionen, ehrlich gesagt, da verkratzt mir hier immer die Motorhaube. Ne? Also da kommen jedes Mal, wenn man hier den Frontlader an- und abbaut, wieder neue Kratzer in den Lack und ja, ist irgendwie ein bisschen schade, aber ohne Frontlader muss man ehrlich sagen, ist der, merkt man halt auch mal was von der gefederten Vorderachse und ist ja auch wesentlich angenehmer zu fahren, weil er halt nicht so kopfplastig ist, ne? Der MB-Truck, ich hatte das ja auch schon mal in meinem Vorstellungsvideo gesagt, dass der Truck mit bei mir, ne, mein Empfinden, andere sehen das wieder anders, dass er sehr kopflastig ist, sehr leicht auf der Hinterachse auch, logischerweise dann. Und dass man da, wo ich jetzt, ich habe ja den direkten Vergleich, da wo ich mit dem Deutz ganz normal fahren kann, ne, braucht dann der MB-Truck tatsächlich schon Allrad. Ja, kurzes Statement in eigener Sache. Vielen Dank, dass du dir das Video anguckst. Ja? Vielen Dank, dass du hier reinklickst. Freut mich sehr, freut uns sehr, die auch dahinter stehen und den ganzen Schnitt und so weiter machen. Und wir würden uns noch mehr darüber freuen, wenn du jetzt den Kanal hier abonnierst. Das ist so ein kleines bisschen wie Applaus für uns. Ja? Wir freuen uns darauf. Vielen Dank. Wenn ich jetzt den Frontlader irgendwie betätigen würde, in irgendeiner Art und Weise, gäbe es hier ein Chaos. Würde ich jetzt eigentlich furchtbar gerne tun, aber bringt halt nichts.
Was wir jetzt probieren können, ist, ich fahre hier gegen, also ich fahre noch weiter rein in den Frontlader, hoffe, dass er hier die Kurve kriegt, was ich nicht glaube. Ja, müssen wir uns angucken, ich mache es vorsichtig. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir das Ding hier ranbekommen. Ja, falls es doch klappt, ich mache schon mal die Bolzen raus. Also wie super clever, dass ich mir gerade die Handschuhe ausgezogen habe. So, und hier liegt noch die Zange, umso besser, dass ich hier noch mal gucke, weil sonst wäre ich wieder losgefahren und alles hätte im Dreck gelegen. So, rein mit euch. Oder rauf mit euch. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Drückt die Daumen. Handbremse. Hat das jetzt nicht geklappt? Wahrscheinlich sind die auch hier irgendwie mit Schuld daran, aber ja. Bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt, wenn ihr das seht. Aha, gut. Damit kann man noch arbeiten. Gell? Ja, das würde mir reichen. Ich habe jetzt den Frontlader angehoben. Ich muss ein bisschen nach links. Ah. Okay. Ah, jetzt irgendwie steht der schief, ne? Bin jetzt hier schon fast in die Scheibe reingefahren. Ja. Muss mal gucken, ob ich da ein bisschen was mit der Hand reguliert bekomme. Jetzt müsste der eigentlich nur noch mehr einklappen. Das probiere ich jetzt mal über die Stützen. Fahre jetzt mal so 10 cm ein. Sag mal so, im Prinzip ist der ja eigentlich schon mehr oder minder dran. Aber ein Stück zurückgerollt. Gut. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Scheiße.
man muss erkennen, wenn man einfach keine Chance hat. Ich lasse das Gerät jetzt hier stehen, hole mir noch eine helfende Hand. Wir versuchen ihn wieder gerade zu machen und ran zu bauen. Da geht es jetzt mit was anderem weiter, mit Deutsch wahrscheinlich. Viel Spaß. Ich möchte jetzt wenigstens eine Sache haben, die heute noch hier funktioniert. Und das sind ein paar Kleinigkeiten, ein paar Upgrades für den Deutz 5006, der hier hinter mir steht. So, und dazu brauche ich jetzt mal gerade einen Autoschlüssel. Und dann hole ich mal die Kleinigkeiten. Und zwar einmal und boah, lecco mio, zweimal. Ja, Frontgewichte. Ich glaube, die können wir hier ganz gut gebrauchen. Ich hatte ja beim Schwadern gesagt, beim Heuwetten gesagt, dass ich den Niemeyer nicht so gerne an den Deutz machen würde, weil der Niemeyer geht hinten weit raus, ne, weil er ist ja flach zusammengeklappt. Dann wird er zu leicht auf der Vorderachse. So, gucken wir uns mal an. Ich glaube, ich weiß schon, wie sie dran gebaut werden. Aber ich mache nichts ohne euch ranzunehmen, weil hinterher gibt es hier wieder was, was ich besser machen kann. Aber das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein hier. Außer, dass die sowas von sackschwer sind. Aber ja, das haben Gewichte so an sich. Ja, ich gehe davon aus, dass das so. So gedacht ist, oder? Aber das passt nicht. Das muss aber passen. Ja, ja, das ist so gedacht. Einen anderen Bolzen testen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sag mal, sind in allen Ehren. Aber warte, so. Nee, so geht das nicht. Aber so ein schmaler Bolzen, der reicht doch da nicht an. Hör mal. Ja. Muss ich mal gerade nach einem anderen Bolzen gucken. So. Der wird klappen. Von der Länge her. Aber cool. Finde ich das nicht. Kann man nicht. Kann man nicht im Sinne des Erfinders sein. Hier. Hier mit so schmalen Bolzen rummachen muss. Hör mal. Ich sag mal, das sieht ja schon stimmig aus. Ne? Der war auch an einem, ich weiß nicht, 5006 oder 4006, D40. Aber das hier geht ja mal gar nicht. Ja, dann
Also dann ja, bin ich jetzt auch sprachlos und ja, jetzt muss aber irgendwas heute gelingen. Also, ich muss irgendwie Bolzen besorgen, beziehungsweise nochmal telefonieren, was da vorher für ein Bolzen drin war. Jetzt gehen wir zu einem kleinen Ort, zu einer kleinen Ecke, wo ich Anfang des Jahres Kartoffeln eingepflanzt habe. Nicht erschrecken, wenn ihr das seht, ne? Da ist wenig Liebe reingegangen. Das habe ich leider ja irgendwie vernachlässigt, so kein, also hatte ich keine Zeit, was weiß ich, um hier richtig Unkraut zu jäten und so weiter und so fort. Da ist ein bisschen zugewachsen. Aber da sind Kartoffeln gewachsen und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe gesagt, mitkommen. So, das ist der Moment, wo ihr aufhören könnt zu lachen, weil wir befinden uns quasi schon mittendrin und ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier was finde. Also die Profis unter euch, die sehen natürlich die Kartoffelpflanzen, ne? Und ich zeige euch mal grob, wo die Reihen sind. Hier ist eine Reihe, hier vorne ist eine Reihe und da hinten ist noch eine Reihe. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier finden, wenn wir denn was finden. Also sind es auch verschiedene Sorten, die ich hier gepflanzt habe. So, seht ihr das? Hier wachsen auch schöne kleine Eichen. So, mal gucken. Aha, das war schon mal nix. Das ist jetzt so ein bisschen wie Ostereiersuche. Ja, hier aber auch nichts. Hier müsste was kommen. Aha, da ist schon mal eine. Ne? Kartoffelchen. Wie gesagt, das war von mir so ein kleines Versuchsfeld dieses Jahr. Jetzt nur eine Kartoffel wäre schade. Ja. Gut, dann gucken wir mal hier. So, hier sieht man eine Kartoffelpflanze. Ja, ne? Sehr ergiebig. Aha. Da ist eine. Ah, hier auch. Hier sind ein paar. So mega ist es nicht. Liegt das wirklich so am Häufeln und alles? Ist das wirklich so wichtig? Ich habe ja nichts gemacht, ne? Nur eingepflanzt und zugeguckt. Ne? Kleine Kartoffeln sind das. Ja. Aha, also hier sind auch schon so Löcher drin, sieht aus wie Biss. Kann auch sein, dass ich hier einen ungebetenen Gast hatte, der sich hier ein bisschen dran bedient hat, ne? An der einen oder anderen Kartoffel. Oh, aufpassen, dass man keine Steine einsammelt. Na, die guten Kartoffeln, die guten Steine-Kartoffeln. So, dann testen wir jetzt mal hier die letzte Reihe an. Also, ja, heute ist mal wieder, wie gesagt, hat ja wieder alles richtig gut funktioniert. Kartoffelernte ist 1A. Wir können damit nicht den Winter überleben. Also, da kann ich nur froh sein, dass da draußen echte Profis gibt, die uns ernähren. Ne, nicht müssen, aber die uns ernähren. Ja, das ist jetzt hier aber schade, hör mal. Also als Kartoffelkönig von Bonn muss ich mich nicht bewerben, hör mal.
Ja, liebe Nachbarn, liebe Freunde, die jetzt das hier sehen. Aufgrund von Ernteeinbußen bei den Kartoffeln 2021 steigt jetzt der Kilopreis auf 10 Euro. Ne, das ist jetzt hier die Ausbeute. Das ist noch nicht mal das, was ich eingepflanzt habe. Ja. Also ich hatte ungefähr vier Paletten Eierkartons vorgezogen an Saatgut, Kartoffeln. Die sind auch soweit alle angegangen. Das hier ist die Ausbeute bisher. Ne? Ich bin noch nicht komplett durch. Ich zeige es noch mal langsam. Das ist ja nicht annähernd das, was ich im Boden getan habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da muss ich noch ein bisschen üben. Nächstes Jahr vielleicht mal ein Hochbeet oder so. Oder eine andere Stelle suchen. Vielleicht. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Es gibt ja auch welche von euch, weiß ich, die auch Kartoffeln anbauen, so privat. Und ja, das war wie gesagt mein erstes Mal mit Kartoffeln. Falls du noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte. Ja, dann verpasst du auch nicht, wie die Ernte nächstes Jahr wird. Wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.